Heute sprechen wir mal wieder über ein Verb, nämlich schließen mit verschiedenen Präfixen. Ich stelle euch gleich diese Verben mit ihren verschiedenen Bedeutungen vor. Viel Spaß! Erst einmal kurz zum Verb schließen ohne Präfix. Das hat ganz generell die Grundbedeutung etwas, das offen ist, zumachen. Ein Fenster, eine Tür, ein Loch, den Mund, das kann man alles schließen. Jetzt schauen wir uns an, wie verschiedene Vorsilben die Bedeutung dieses Verbs verändern können. Abschließen bedeutet, dass man etwas mit einem Schlüssel zumacht. Wir können zum Beispiel eine Tür abschließen, einen Schrank abschließen oder ein Auto abschließen. Ein Synonym davon ist zuschließen. Das bedeutet auch, dass man etwas mit einem Schlüssel zumacht. Und das Gegenteil von abschließen und zuschließen, das ist aufschließen. Da dreht man den Schlüssel also wieder um und macht die Tür, den Schrank oder was auch immer wieder auf. Aber abschließen hat noch weitere übertragene Bedeutungen. Zum Beispiel kann es bedeuten, dass man etwas beendet. Ich habe die Recherche für meinen neuen Artikel abgeschlossen. Das heißt, ich habe die Recherche beendet. Ich bin fertig damit. Oder sie hat den Deutschkurs mit einer sehr guten Note abgeschlossen. Also der Kurs ist beendet und sie hat eine sehr gute Note bekommen. Und dann hat abschließen noch eine Bedeutung, die ich euch gerne vorstellen möchte. Das ist etwas vereinbaren, also etwas offiziell verabreden. Das benutzt man, wenn man über Verträge, Versicherungen und sowas spricht. Zum Beispiel, haben Sie schon den Kaufvertrag für das Haus abgeschlossen? Das heißt, ist der Vertrag schon gültig? Wurde der Vertrag schon vom Käufer und vom Verkäufer unterschrieben? Oder ich habe gestern eine Krankenversicherung für meinen Hund abgeschlossen. Also, ich habe den Vertrag für diese Krankenversicherung unterschrieben. Es gibt noch ein paar andere Wörter, mit denen man abschließen in dieser Bedeutung gut benutzen kann. Zum Beispiel einen Kauf abschließen, ein Geschäft abschließen oder auch eine Wette abschließen. Das Verb anschließen hat auch verschiedene Bedeutungen. Lasst uns die mal der Reihe nach anschauen. Ich habe das Fahrrad am Baum angeschlossen. Das bedeutet, ich habe das Fahrrad am Baum festgemacht. Ich habe mein Fahrradschloss genommen und das Fahrrad mit dem Baum verbunden, damit es nicht geklaut werden kann. Eine übertragene Bedeutung von anschließen ist, jemandem zustimmen, der gleichen Meinung sein wie eine andere Person. Das ist also ein Verb, das man sehr gut in Diskussionen benutzen kann. Ich schließe mich deiner Meinung an, bedeutet, ich stimme dir zu. Ich habe die gleiche Meinung wie du. Ich schließe mich an ist also ein etwas gehobeneres Synonym von, ja, das denke ich auch. Anschließen kann auch bedeuten, dass man etwas ergänzt oder etwas folgen lässt. Das kann man gut in etwas gehobeneren Situationen benutzen. Also wenn jemand etwas gesagt hat und ich dazu noch etwas ergänzen möchte, dann kann ich sagen, das war sehr interessant, was Sie gesagt haben. Ich möchte aber noch eine Bemerkung anschließen. Und dann sagt ihr, was ihr ergänzen möchtet. Oder wenn jemand eine Frage gestellt hat und ihr wollt noch eine Frage stellen, die dazu passt, dann könnt ihr sagen, ich möchte Ihrer Frage eine weitere Frage anschließen, und zwar, und dann kommt die Frage. Weiter geht's mit einschließen. Die Grundbedeutung von einschließen ist, etwas oder jemand ist irgendwo drin und kommt nicht so einfach wieder raus. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass man jemanden daran hindert, einen Raum zu verlassen. Als die Handwerker kamen, habe ich meinen Hund im Badezimmer eingeschlossen. Das heißt, ich habe meinen Hund ins Badezimmer gesetzt und dann die Tür zugemacht.
so dass mein Hund das Badezimmer nicht verlassen konnte. Man kann sich auch selbst einschließen. Das bedeutet dann, dass man selbst die Tür abschließt, damit niemand hereinkommen kann. Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen, damit mich niemand beim Lernen stört, zum Beispiel. Man kann auch Dinge einschließen, um sie zu schützen oder um zu verhindern, dass jemand anders sie findet. Ich habe meinen Schmuck im Tresor eingeschlossen, zum Beispiel. In dieser Bedeutung kann man auch das Verb wegschließen benutzen. Ich habe meinen Schmuck weggeschlossen. Das bedeutet dasselbe. Natürlich gibt es auch noch weitere übertragene Bedeutungen von einschließen. Eine dieser Bedeutungen ist jemanden oder etwas einbeziehen, jemanden oder etwas einen Teil von etwas machen. Da schauen wir uns am besten auch mal Beispiele an. Schließt das Tierschutzgesetz auch Fische ein? Das bedeutet, gilt das Tierschutzgesetz auch für Fische? Sind Fische ein Teil dieses Gesetzes? Oder die neue Steuer soll inländische und ausländische Unternehmen einschließen. Also die neue Steuer gilt für Unternehmen im Inland und im Ausland. Oder wir müssen die ganze Wohnung renovieren, den Flur eingeschlossen. Hier bedeutet den Flur eingeschlossen, dass der Flur auch renoviert werden muss. Auf meiner Website findet ihr ein Quiz mit noch mehr Beispielsätzen zu den Verben aus diesem Video. Damit könnt ihr also üben und testen, ob ihr alles richtig verstanden habt. Schaut gern mal rein auf deutschmitrike.de. Das Gegenteil von einschließen ist ausschließen. Was bedeutet es also, wenn ich sage, ich komme nicht ins Haus, weil mein Mann mich ausgeschlossen hat? Naja, mein Mann hat die Haustür abgeschlossen und ich komme deshalb nicht ins Haus rein. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr aus der Wohnung geht, die Tür zumacht und dann merkt, dass ihr euren Schlüssel in der Wohnung vergessen habt. Ihr könnt also die Tür nicht öffnen. In so einer Situation sagt man, ich habe mich ausgeschlossen. Man kann auch eine Person aus einer Gruppe ausschließen. Das heißt, man sorgt dafür, dass diese Person nicht mehr zu der Gruppe gehört. Man lässt die Person nicht teilnehmen an dem, was die Gruppe macht. Meine Tochter ist traurig, weil die anderen Kinder im Kindergarten sie ausschließen. Das heißt, die anderen Kinder spielen zusammen, aber mit meiner Tochter wollen sie nicht spielen. Oder der Politiker wurde aus der Partei ausgeschlossen. Das bedeutet, die Partei hat gesagt, mit diesem Mann wollen wir nichts mehr zu tun haben. Der darf kein Mitglied in unserer Partei mehr sein. Und dann gibt es noch eine sehr abstrakte Bedeutung von ausschließen. Sichergehen, dass etwas nicht der Fall ist. Sichergehen, dass etwas nicht zutrifft. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Am besten schauen wir uns da auch ein paar Beispielsätze an. Eine Ärztin könnte zum Beispiel sagen, wir müssen ausschließen, dass Sie eine Allergie gegen das Medikament haben. Das bedeutet, wir müssen sicher gehen, dass Sie keine Allergie haben. Oder nach dem Brand kontrolliert die Feuerwehr jeden Raum. Sie will ausschließen, dass sich noch weitere Verletzte in dem Gebäude befinden. Also, die Feuerwehr will sicher gehen oder kontrollieren, dass keine verletzten Personen mehr in dem Gebäude sind. Das Verb kurzschließen hat unter anderem eine Bedeutung, die im Alltag ganz nützlich sein kann. Umgangssprachlich kann man sich mit einer anderen Person kurzschließen. Und das heißt, man kontaktiert jemanden direkt, um schnell Informationen mit dieser Person auszutauschen, um sich abzusprechen oder um etwas zu verabreden. Auf der Arbeit kann man zum Beispiel sagen, ich kann Ihre Frage nicht spontan beantworten, da muss ich mich erst mit meinen Kollegen kurzschließen. Also
ich muss mich erst kurz mit meinen Kollegen darüber beraten. Oder ich habe mich gerade mit Herrn Meier kurz geschlossen. Er sagt, wir können unseren Plan so umsetzen. Ich habe also kurz mit Herrn Meier über den Plan gesprochen. Die wörtliche Bedeutung von verschließen ist so ähnlich wie die von abschließen und zuschließen. Er hat die Tür verschlossen, bedeutet also, die Tür ist zu und man kommt nicht in den Raum rein. Zuschließen und abschließen benutzt man ganz generell mit Dingen, die einen Schlüssel haben, also Türen meistens. Verschließen ist ein bisschen allgemeiner. Es bedeutet einfach, etwas fest zumachen, so dass von außen nichts reinkommen kann. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe die Flasche mit einem Korken verschlossen. Oder wie verschließt man ein großes Loch in der Wand? Oder achte darauf, die Dose fest zu verschließen, damit die Suppe nicht ausläuft. In diesen Sätzen passen abschließen und zuschließen nicht. Jetzt kommen wir zu den interessanten übertragenen Bedeutungen von verschließen. Sich einer Sache verschließen heißt, dass man eine Sache ignoriert, dass man mit einer Sache nichts zu tun haben will. Gucken wir mal ein Beispiel an. Mein Chef verschließt sich dem technischen Fortschritt. Wir arbeiten immer noch mit Faxgeräten. Also, mein Chef ignoriert den technischen Fortschritt. Der will davon nichts wissen. Meistens begegnet man diesem Ausdruck in der verneinenden Form. Also, junge Menschen nutzen TikTok und Twitch. Diesen Trends darf sich unser Unternehmen nicht verschließen. Also, diese Trends dürfen wir nicht ignorieren. Oder man darf sich neuen Erkenntnissen aus der Wissenschaft nicht verschließen. Übrigens, das Partizip 2 oder Partizip Perfekt von verschließen ist verschlossen. Und das kann man als Adjektiv benutzen, um einen Menschen zu beschreiben. Lukas ist ein sehr verschlossenes Kind zum Beispiel. Das bedeutet, Lukas ist sehr schweigsam, er redet nicht viel. Er zeigt anderen Menschen nicht, wie er sich fühlt. Für das Verb zusammenschließen möchte ich euch zwei Bedeutungen vorstellen. Erst einmal die ganz wörtliche Bedeutung. Stellt euch vor, zwei Leute sind mit ihren Fahrrädern unterwegs und wollen die Räder abstellen. Die eine Person kann dann sagen, lass uns die Räder zusammenschließen. Das heißt, lass uns das Fahrradschloss nehmen und beide Fahrräder mit diesem einen Fahrradschloss abschließen. Die Fahrräder werden mit dem Schloss verbunden. Diese Bedeutung, etwas verbinden, sehen wir auch in der übertragenen Bedeutung. Sich mit jemandem zusammenschließen bedeutet, sich zu einem bestimmten Zweck mit anderen Menschen vereinen, sich mit anderen Menschen verbinden. Zum Beispiel, wenn wir uns zusammenschließen, können wir unsere Ziele besser erreichen. Also, wenn wir eine Gruppe bilden, wenn wir zusammenarbeiten, können wir unsere Ziele besser erreichen. Oder hier ein ganz aktuelles Beispiel. Welche Koalitionen sind nach der Bundestagswahl möglich? Welche Parteien könnten sich zusammenschließen? Also, welche Parteien könnten sich zu einer Regierung vereinen? Jetzt ist es auch schon an der Zeit, dieses Video abzuschließen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis nächste Woche. Tschüss!